Hi zusammen und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. It's Tea Time, würde ich sagen. Denn ihr löchert mich seit Wochen, wenn nicht sogar mittlerweile seit Monaten mit der Frage, Nessa, warum benutzt du Lash-Kokain nicht mehr? Ich hatte das mal in ein bis zwei Videos angeschnitten, habe aber nie wirklich was Krasses dazu gesagt, weil ich, nachdem ich das Ganze abgesetzt habe, auch erstmal gucken wollte, okay, lag das, was ich verspürt habe, daran? Oder kann es auch andere Gründe gegeben haben, woran es lag? Und ich wollte natürlich auch gucken, inwiefern mein Wimpernwachstum zurückgeht, ob mir Wimpern ausfallen und so weiter und so fort, um euch auch da ein Feedback zu geben, weil ich nämlich auch wirklich mega viele Fragen bekomme. Nessa, wenn ich das Lash-Kokain absetze, fallen mir Wimpern aus, was passiert dann? Und darauf wollte ich euch natürlich auch eine Antwort geben. Das ist immer noch meine erste Packung Lash-Kokain. Ich habe damals das Lash-Kokain, ich weiß gar nicht mehr wann angefangen, aber ich blende euch hier wahrscheinlich mal eine Zeit ein, weil ich euch das ja damals im Video gesagt habe, gezeigt habe, wann ich gestartet habe, wie viel Millimeter meine Wimpern hatten. Ich habe euch ja vorher Bilder gemacht und ich habe seitdem das hier nicht mehr benutzt. Ich habe das eben erst aus meinem Filmraum rausgekramt, damit wir gleich gucken können, inwiefern meine Wimpern zurückgegangen sind. Und warum habe ich das Ganze abgesetzt? Ich habe, nachdem ich das Video von Lash-Kokain gepostet habe, das war ja nie eine bezahlte Werbung, ich habe das komplett selber bezahlt, für mich selber geholt und wollte es selber testen und dachte mir, ich gebe euch ein Feedback, weil ich online so krasse Ergebnisse gesehen habe. Und ja, das Negative habe ich dann erst an Resonanz, beziehungsweise negative Resonanz habe ich nie bekommen, aber mir haben einige geschrieben, guck mal Nessa, Lash-Kokain ist, da sind Hormone drin und die Inhaltsstoffe sind bedenklich und viele haben mir allgemein etwas dazu geschrieben, dass das Ganze Hormone beinhaltet. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, was Hormone mit meinem Körper machen, wozu sowas in solchen Produkten drin ist und warum sowas überhaupt in solchen Produkten benutzt werden muss. Habe ich nicht verstanden, habe ich mich bisher auch noch nie mit beschäftigt, warum manche Wimpernseren sowas benutzen und manche halt nicht. Ich muss vorab auch schon mal sagen, ich hätte Lash-Kokain definitiv weiter benutzt, wenn ich nicht diese Nebenwirkungen bekommen hätte, die ich bekommen habe. Ich sage euch, und das wisst ihr auch von meinen Instagram-Nachrichten, wenn ihr mich danach fragt, Nessa, welches Lash-Serum hast du benutzt oder mit welchem Wimpernserum warst du zufrieden? Ich war hiermit unfassbar zufrieden. Und ich sage aber auch jedem, wenn ihr das anfangt zu benutzen und irgendwas brennt oder ihr merkt, okay, ihr vertragt das nicht, sofort absetzen. Und dementsprechend habe ich natürlich auch bei mir gehandelt, als das bei mir eingetreten ist, was bei mir eingetreten ist. Ich muss ehrlich sagen, die ersten Wochen habe ich gar nicht so richtig gerafft, was wirklich abgeht. Ich habe das ja eine ganze Zeit benutzt. Ich weiß gar nicht, wie lange gesamt, aber ich glaube im Dezember, als meine Oma da war, ich glaube, das war Mitte Dezember, habe ich aufgehört, es zu benutzen. Meiner ganzen Familie bei Familientreffen ist aufgefallen, wie krass lang meine Wimpern sind. Ich habe so viele Kommentare zu meinen Wimpern bekommen. Egal ob unter Videos, Instagram-Stories, Bildern. Ja, wie gesagt, wenn ich Menschen persönlich getroffen habe, die alle meinten immer, oh mein Gott, deine Wimpern sind so krass, das sieht so schön aus. Und ich hatte ja nicht mal oft ein Lash-Lifting. Ich glaube, wir haben hier zweimal oder dreimal ein Lash-Lifting gemacht. Und ich war auch wirklich sehr zufrieden damit, wie das aussah, auch ohne die zu tuschen. Und ich habe das geliebt, wenn ich so nach unten geguckt habe, dass man meine Wimpern gesehen hat. Aber ich wusste auch, dass meine Wimpern davor nie irgendwie kurz oder so waren, sondern ich hatte schon immer in meinem Leben relativ lange Wimpern für normale Verhältnisse in Anführungsstrichen und hatte auch nie Probleme damit. Ich dachte mir aber, wenn du es pushen kannst durch so ein Wimpernserum, probier es einfach aus. So mehr als eine Reaktion oder so kannst du ja nicht haben. Das erste, was mir zum Thema Lash-Kokain aufgefallen ist, als ich das benutzt habe, das habe ich euch auch damals gesagt, ist, dass ich hier oben, da wo ich es immer aufgetragen habe, also ich habe das immer wie ein Eyeliner aufgetragen, diese Linie ist super dunkel und leicht rötlich geworden, aber es sah immer aus, als hätte ich mir so mäßig einen Eyeliner gezogen. Hat mich nicht weiter gestört. Dass man davon Augenringe bekommen kann, war mir auch bewusst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, seitdem ich das benutzt habe, sehr, sehr starke Augenringe bekommen. Hat mich nie gestört. Ich finde das auch an anderen Frauen wunderschön, wenn man Augenringe hat. Ich weiß, dass super viele damit Probleme haben oder sagen, oh mein Gott, ich habe Augenringe. Klar fühle ich mich auch manche Tage, wo ich so denke, okay, heute hätten ein bisschen weniger Augenringe sein können, wie zum Beispiel heute. Aber das kannst du ja nicht von Dios irgendwie ändern, außer du deckst es mit einem Concealer ab. Und wie gesagt, mich stört es bei anderen Leuten auch überhaupt nicht, wenn ich andere Frauen sehe. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man Augenringe hat. Auch wenn die was dunkler sind, Leute, das ist komplett natürlich. Deswegen, mich hat das überhaupt nicht gestört, dass das meine Augenringe intensiver gemacht hat. Ich habe aber auch das Gefühl, seitdem ich es abgesetzt habe, dass es besser geworden ist, aber meine Augenringe definitiv stärker sind, als ich sie jemals davor hatte. Also
habe ich das Gefühl. Ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, ob das zu 1000% hier ran liegt. Ich kann euch nur das erzählen, was mir so mit der Zeit aufgefallen ist. Dann, wie eben schon erwähnt, das war glaube ich so Mitte Dezember, war meine Oma da und ich war die ganze Zeit müde, aber nicht so dieses müde, weil ich nicht geschlafen habe. Ich habe stundenlang geschlafen, ich habe über 10 Stunden Schlaf gehabt und ich war immer noch müde. Und irgendwann dachte ich mir so, ich habe das eine ganze Weile schon gehabt, ne? Ich habe das nur nie damit irgendwie identifiziert. Ich dachte immer, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich eine Schlafstörung oder so. Und ihr wisst ja, mein Schlafrhythmus war sowieso ganz schlimm. Das hatte ich euch auch in den Vlogs erzählt, dass ich das ändern möchte. Und irgendwann Mitte Dezember saß ich mit meiner Oma und mit meiner Mama am Tisch. Wir waren Karten am Spielen und meine Oma so, sind das deine natürlichen Wimpern? Und sie hatte mich das dato schon das zweite Mal gefragt, weil es wohl, ich saß so seitlich zu ihr, sie saß hier, ich saß hier. Und ich dachte dann so, ja, es sind meine Wimpern. Und in dem Moment kam mir wie so ein Gedankenblitz, warte mal, irgendwie bist du nicht normal müde, sondern du bist von deinen Augen her die ganze Zeit müde. Also es war so richtig, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich war so unfassbar müde von meinen Augen her, egal wie lange ich geschlafen habe zu dem Zeitpunkt oder egal wie ausgeruht ich mich körperlich gefühlt habe. Ich war immer, und zwar wirklich immer, dauerhaft müde. Ich hätte jede Sekunde so schlafen können und meine Augen waren immer so schwer und ich konnte mir das einfach nicht erklären. Und als ich an dem Tisch saß, an dem Tag mit meiner Mama und meiner Oma, ich sag so, ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass ich so müde bin. Und beide gucken mich so an, beide so, hä, wie kommst du jetzt da drauf? Und ich so, ich bin nicht normal müde, sondern ich bin von meinen Augen her müde. Und das Einzige, was ich meinen Augen antue, ist nun mal Lash-Kokain. Ich benutze ja nichts anderes irgendwie seit neuestem oder so. Die Produkte, die ich seit Jahren benutze, daran kann es halt, natürlich kann es daran auch liegen, dass man irgendwann eine Allergie entwickelt. Aber es war so eine komische Müdigkeit. Und dann hatte ich es, glaube ich, mal in meiner Story erwähnt und daraufhin habe ich super viele Nachrichten bekommen. Nissa, ich hatte das auch, ich war dauerhaft müde und es ging nicht weg und dann habe ich es abgesetzt und dann wurde es besser. Haben mir viele geschrieben. Und wie gesagt, das war Mitte Dezember, wir haben jetzt 1. Februar. Ich habe daraufhin das Produkt nicht mehr benutzt. Und ich hatte, bevor ich das benutzt habe, schon Schlafprobleme oder dass ich so einen komischen Rhythmus hatte, dass ich bis mitten in die Nacht wach war und dann bis Mittag, Nachmittag, Abend geschlafen habe. Und ja, ich habe meine Aufgaben schon immer nachts erledigt und ich bin auch immer noch eine Nachteule. Das wird sich auch nicht ändern. Allerdings hat sich meine Uhrzeit zum Positiven entwickelt. Ich habe das Ganze dann abgesetzt und die erste Woche habe ich gar keine Veränderung gemerkt. Ich war immer noch genauso müde wie vorher. Also es hatte sich bis dato nichts verändert und in der zweiten, dritten Woche und so weiter und so fort habe ich dann immer mehr Stück für Stück gedacht, warte mal, irgendwie, ich bin wacher. Ich habe meinen Rhythmus in den Griff bekommen, ohne mir einen Wecker zu stellen. Und ich dachte so, irgendwie kann das doch nicht sein, dass es original hieran liegt, dass ich dauerhaft diese kranken Beschwerden hatte. Also das war nicht nur ein bisschen Müdigkeit, das war wirklich so extrem, dass ich tagsüber fast gar nichts mehr geschafft habe und mich gefühlt habe, als hätte ich irgendwelche wirklich krassen Schlafprobleme, Störungen oder vielleicht sogar psychische Probleme, woran das liegen kann, dass es mir so geht. Und ich kann euch bis heute nicht beantworten, ob es wirklich hieran lag, ob es, keine Ahnung, irgendwas anderes war, aber ich habe seitdem nichts anderes an meiner Routine geändert, wo ich jetzt von ausgehe, dass es das war, weshalb es mir so ging zu dieser Zeit. Das heißt aber auch nicht, dass es euch so gehen muss, dass ihr solche Nebenwirkungen habt oder dass euch sowas passieren muss. Ich hatte ja sonst, wie gesagt, gar keine Nebenwirkungen, außer halt diese Linie am Wimpernkranz und halt Augenringe. Aber Augenringe sagt man eigentlich, dass das von jedem Wimpernserum kommt bzw. kommen kann. Das war erstmal meine Story, warum ich das Ganze abgesetzt habe. Das war wie gesagt meine erste Packung, weil viele mich auch immer fragen, wie oft musste ich das kaufen. Es ist immer noch meine erste Packung und ich habe die jetzt auch nur behalten, um die euch nochmal in dem Video zu zeigen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. An meinen Wimpern an sich habe ich schon eine Veränderung festgestellt, logischerweise. Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Wimpern viel, viel kürzer sind wieder als vorher. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Wimpern kürzer sind als davor. Also ich habe das Gefühl, dass die Dichte meiner Wimpern als auch die Länge meiner Wimpern genauso ist, wie bevor ich Lash-Kokain angefangen habe, wenn nicht sogar noch ein Stückchen länger. Dennoch sind meine Wimpern von der Länge her nicht mal mehr annähernd so lang, wie sie waren, als zu dem Zeitpunkt, wo ich es benutzt habe. Ich hatte aber auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir Wimpern extrem ausfallen oder ich gar keine Wimpern mehr habe oder alles ausgefallen ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal.
Und ihr seht, sie sind immer noch super, super lang. Ich kann gerade leider die Millimeteranzahlen nicht richtig lesen oder nachvollziehen. 12 Millimeter. Ich hatte davor, glaube ich, 8 bis 10 Millimeter. Danach 14 bis 16 Millimeter, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Oder auch so irgendwas so 12, 14, 16, so um den Dreh. Und ich denke mal, zu meiner Höchstzeit hatte ich locker 16 Millimeter an Wimpern. Also meine Wimpern waren wirklich krank lang und so dick wie ein Busch. Also wirklich voll, voll, voll. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde nicht, dass das, was ich davon als Gefühl hatte, diese Dauermüdigkeit, man das aufwiegen kann mit langen Wimpern. Also tut mir leid, da mache ich mir lieber eine Wimpernverlängerung oder klebe mir Bandwimpern auf, als dass ich nochmal das durchlebe, was ich da durchlebt habe. Das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich auch die ersten Wochen und Monate gar nicht wusste, okay, woher kommt das jetzt? Und ich kann mich auch nicht zurückerinnern, wie lange das war, wann das Ganze eingesetzt hat, ob das erst mit der Zeit kam. Ich kann es euch gar nicht mehr beantworten. Ich weiß nur, dass an dem Abend, wo ich mit meiner Mama und meiner Oma wirklich am Tisch saß, gedacht habe, Moment mal. Also in dem Moment ist mir wirklich, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen ist mir alles abgefallen und ich dachte so, warte mal, das ist das Einzige, was sein könnte, weshalb es so ist. Und daher, dass ich jetzt wieder einen halbwegs normalen Schlafrhythmus habe, früher aufstehen kann und ich habe tagsüber nicht mehr dieses kranke Müdigkeitsgefühl. Also ich habe allgemein, wie gesagt, ein kleines Schlafproblem. Das wissen wir ja jetzt nicht erst seit gestern. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es sich viel, 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 viel mehr verbessert hat als jemals zuvor. Und mir geht es auch so gut wie lange nicht mehr. Ich würde sagen, ich schaue mir jetzt mal eure Fragen an. Ich habe die nämlich mir auf den PC geschickt, damit ich auch nichts vergesse. Weil ich euch auch nach Fragen gefragt habe. Die erste Frage ist, fallen die Wimpern aus, wenn man das absetzt? Bei mir, wie gesagt, nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendwas krass ausfällt. Darf man das auch in der Stillzeit benutzen? Ich würde auf gar keinen Fall irgendetwas derartiges in der Stillzeit benutzen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich würde an Nahrungsergänzungsmitteln in der Stillzeit, in der Schwangerschaft, ich würde alles mit meinem Frauenarzt oder dem entsprechenden Hebamme, mit wem auch immer ihr darüber kommuniziert, sprechen. Und fragen, was sie in Ordnung findet, was sie nicht in Ordnung findet. Allerdings bei einem mit Hormonen ausgestatteten Wimpernserum würde ich es auf gar keinen Fall machen. Gerade in der Stillzeit. Oh, ich wusste das gar nicht. Man darf es maximal 12 Wochen benutzen und dann Fragezeichen. Also die Wimpern bleiben ja nicht für immer so lang. Macht man dann eine kleine Pause und dann wieder 12 Wochen. Wusste ich bisher gar nicht, dass man das Ganze nur 12 Wochen benutzen sollte, eine Pause machen sollte. Ich habe es wie gesagt durchgenommen. Vielleicht sind auch deswegen bei mir solche Nebenwirkungen aufgetaucht. Aber wenn es jemand benutzen möchte, würde ich euch auch empfehlen, es 12 Wochen dann zu benutzen und dann vielleicht eine kleine Pause zu machen und dann wieder neu zu starten. Höre ich jetzt das erste Mal, deswegen kann ich euch dazu nicht so viel sagen. Ich habe auch super viele positive Rückmeldungen bekommen, dass mega viele damit zufrieden waren. Mega Dankeschön für den Tipp. Ich habe es auch benutzt. Ich bin super zufrieden und wirklich super, super viele zufriedene Nachrichten. Deswegen, ich will gar nicht verallgemeinern, dass das bei jedem passieren muss, sondern es kann natürlich passieren. Das ist wie das Risiko, wenn ihr in eine OP geht. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass das Ganze mit Hormonen ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich damals im TikTok gesagt habe, ich bin nicht sicher, ob ich das Ganze weiternehme. Das war aber nicht der Hauptgrund, weshalb ich es abgesetzt habe. Ich habe ganz schlimme Entzündungen bekommen dadurch. Das kann natürlich auftreten. Ihr solltet aber, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr das Ganze einmal anwendet und das Ganze nochmal anwendet und ihr seht, eure Augen werden rot oder irgendwas juckt, setzt es sofort ab. Wenn ihr das Ganze dann natürlich durchzieht und keine Ahnung, wie viele Wochen am Stück benutzt, müsst ihr euch nicht wundern, dass da irgendwas entzündet oder irgendwas ganz, ganz schlimm wird. Das ist wie, ihr wisst, okay, mein Bein ist gebrochen und ihr seid trotzdem noch weiterhin am Rennen. Funktioniert leider nicht. Hat sich deine Augenfarbe verändert? Nicht, dass ich wüsste. Das haben mir auch ganz viele gesagt. Daher, dass es mit Hormonen ist, kann es sein, dass sich die Augenfarbe ändert. Da war ich auch komplett schockiert. Aber daran hat sich, soweit ich es jetzt gesehen habe und beurteilen kann, nicht wirklich viel geändert. Wie lange hält eine Flasche bei dir? Ich habe es damals, ich hatte euch eben das Datum eingeblendet, wann ich es angefangen habe und ich habe es bis Dezember benutzt und da ist, glaube ich, immer noch ein bisschen drin. Ich hätte eine nachkaufen müssen. Daher, dass ich es aber jetzt abgesetzt habe, werde ich es auch wegtun. Wie oft benutzt du es? Ich habe es immer einmal benutzt und zwar abends. Ich habe es wie so ein Eyeliner aufgetragen und das war es auch. Weißt du, ob ich das auch mit Lash Extensions anwenden kann? Ich werde zu dem Thema sowieso bald eine Schulung machen. Ich meine aber, dass wenn du Lash Extensions hast, kein Wimpernserum benutzen solltest. Was du natürlich zu Hause alleine machst, musst du für dich selber entscheiden. Allerdings, Lash Extensions bei solch einer Länge von Naturwimpern, die so gerade und starr sind, ist schwierig und eigentlich sollte man das auch nicht machen. Das heißt,
wenn du das benutzen möchtest, am besten ohne Lash Extensions. Ah, stimmt. Mach die Augen alt, habe ich gelesen. Dazu habe ich auch eine Nachricht von einer anderen Zuschauerin bekommen, die mir ein Video und einen Bericht darüber geschickt hatte, wo ein Arzt darüber redet, dass allgemein, also nicht nur das Wimpernserum, sondern allgemein alle Wimpernserien die Augen schneller altern lassen, als sie es eigentlich tun. Und das war auch mit eines der Gründe, weshalb ich dann überlegt habe, es abzusetzen, bis ich halt wirklich gerafft habe, dass es halt meine Müdigkeit komplett beeinträchtigt. Kann ich das auf meine Augenbrauen machen? Habt ihr nur deshalb geholt. Für die Augenbrauen gibt es einen Brow Kokain, also den könnt ihr auch ganz einfach bestellen und dann für eure Augenbrauen benutzen. Wirkt es besser als das Reflektoziel-Serum oder ist der Effekt ähnlich gut? Ich habe da vorher das Reflektoziel-Serum benutzt, allerdings nicht sehr lange. Ich wollte es durchgehend benutzen, so wie ich das Lash-Kokain benutzt habe. Allerdings bin ich allergisch auf das Reflektoziel. Also ich habe das gemerkt, dass meine Augen immer brennen nach dem Auftragen und deswegen habe ich es gar nicht weiterhin benutzt an meinen Augen, weil es einfach nicht ging. Haben deine Augen auch nach einer Zeit gejuckt, wenn du es genommen hast? Nein. Also ich hatte wirklich nie Probleme, dass meine Augen jucken oder irgendwelche allergischen Reaktionen. Rote Augen hatte ich nie. Augenschatten, dann dieser Strich bzw. diese Linie, wo ich es aufgetragen habe, dass die dunkler war. Und halt das mit der Müdigkeit, was für mich der absolut größte Grund war, das Ganze abzusetzen. Sonst hatte ich, wie gesagt, keine Probleme mit dem Lash-Kokain. Ihr müsst selber für euch entscheiden, ob ihr das Ganze benutzen möchtet oder nicht. Für mich war es die günstigste Alternative auf dem Markt, die am besten meiner Meinung nach funktioniert. Also ich finde, für 29,99 € kostet das, meine ich, kann man absolut gar nichts sagen. Ich setze euch auch den Link unten wieder rein. Wenn ihr das Ganze probieren wollt, könnt ihr das natürlich tun. Ich wollte euch meine Seite erzählen, warum ich das Ganze nicht mehr benutze. Möchte aber auch, wie ich es am Anfang schon gemacht habe, dazu sagen, dass das Ganze nicht bei jedem so sein muss, so enden muss. Es kann immer sein, dass ihr eine allergische Reaktion auf etwas habt. Ich habe euch meinen Weg jetzt erzählt mit der Müdigkeit, weil das etwas war, was ich sehr, 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 sehr selten gelesen habe, beziehungsweise was mir erst dann zugeschickt wurde, als ich gesagt habe, ich habe es abgesetzt. Und ja, ich hoffe wirklich von Herzen, dass ich euch mit dem Video helfen konnte, dass ich aufklären konnte, warum ich das Ganze nicht mehr benutze. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam und ihr habt alle Fragen beantwortet bekommen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mir die super gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.